Fingernarr, holt mich hier raus für, ja, für Juli 2012. Die Sonne hat sich schon hinter den Häusern verabschiedet und ich sitze hier vor meinem ausglühenden Grill und grübel mir den Kopf wund über den Begriff soziale Plastik. In Gedenken an Jürgen Kramer und Josef Beuys bin ich wieder mal darüber gestolpert. Mhm. Ja, soziale Plastik. Mhm. Soziale Plastik, ja, also sozial mag ich, ja. Plastik trage ich nicht. Also zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Aber der Beuysche Impuls der Veränderung durch Kunst steckt da drin. Ja. Und ohne Kreativität läuft ja gar nichts. Das wissen wir ja, auf allen Ebenen. Wenn die einzige Konstante die Veränderung ist, wie meine Oma immer sagt, da muss man schon was investieren. Was hat der Olle Beuys geschrieben? Kreatives Tun schafft Kunstwerke. Arbeit ist kreativ. Auch der Mensch ist ein Kunstwerk. Aber ein Kunstwerk Gottes. Ja, das ist ein schweres Geschütz, ja. Der Mensch, ein Kunstwerk Gottes. Ja? Wenn ich meine Mitbürger da auf der Straße, auf der Bahnhofstraße angucke oder noch besser in der Straßenbahn, dann muss ich sagen, Gott hat aber ein sehr spezielles Kunstverständnis. Ja, ist schon erstaunlich, was man so alles aus einer Rippe rausholen kann, oder? Johannes Stüttgen, ehemaliger Gelsenkirchner, Beuys-Schüler und aktiver Vertreter der Idee der sozialen Plastik, hat gesagt, soziale Plastik meint eigentlich nichts anderes, als einander zu helfen, sich gegenseitig die Erfahrung mitzuteilen, die jeder Einzelne für sich alleine macht. Also so ein soziales Netzwerk, ja, aber nicht für das World Wide Web gedacht und erst recht nicht für den Börsengang. Wenn ich richtig verstanden habe, ja, wenn ich richtig verstanden habe, müsste man auch mit dem gebräuchlichen Kapitalbegriff aufräumen. Der macht, so Stüttgen, übrigens auch Lehrer mal hier am Schalke Gymnasium, die Arbeit zum Tauschobjekt und folglich zur Ware. Damit wird der Arbeitsbegriff vergiftet, das Denkvermögen zerstört und das Fühlen und der Wille gelähmt. Wohlgesprochen. Orwell auf die seelische Komponente gebracht. Ja. Totale Diktatur des Geldes. Ja. Und damit wäre der Narr bei seiner Schlussfolgerung, wird die soziale Plastik realisiert, ist der Kapitalismus im Arsch. Und wenn wir schon bei der Überwindung von Systemen sind, dann noch ein dringender närrischer Rat. Fangen wir doch mit der Umprogrammierung der eigenen Systeme an. Ja? Aber das ist das Schwerste. Also bleibt soziale Plastik Zukunftsmusik. Bum, bum, bam, bim, bam, bum, bum, bum. Zukunftsmusik eben, ja? Mit der Vorstellung und dem Glauben an das Gute im Menschen könnte sich auch der Gaukler auf den Weg zur sozialen Plastik machen. Muss ja nicht von heute auf morgen verwirklicht werden. Erstmal anfangen und, ja, und auf die Menschheitsidee vertrauen. Mensch bleiben, wie Jung von Manger das so schön gesagt hat. Fach, tschüss. Tschüss Heinz. Ja, Fachleute nennen die Beuysche Kunstauffassung auch den erweiterten Kunstbegriff. Ja, und na, genau, immer an der roten Ampel warten. Ja, 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 der, naja, der hat so seine Schwierigkeiten, aber da ist ein anderes Thema, hier sind wir. Also, der erweiterte Kunstbegriff und wenn erstmal das, wie hat der Olle Beuys das geschrieben, wenn erstmal das schöpferische Prinzip, das den Menschen hervorgebracht hat, ja, in ihm erwacht ist, ja, dann wird der Mensch zum Künstler. Ja, so habe ich es verstanden. Ja.
Ich habe ja nichts dagegen, ja, dass der Mensch ein Künstler ist, im Gegenteil. Aber dann bitteschön mit Grundeinkommen, ja, wegen des vollen Kühlschrankes und der zu zahlenden Miete. Ich habe auf meinem Kulturpfad ein Projekt für mich entdeckt. Kreative Stille. Ja, 15 Minuten nichts tun, öffentlich. Ja, einfach und göttlich. Kein Druck, nur auf den Augenlidern, auf den Augenlidern, damit sie geschlossen bleiben. Ja, revolutionär. Genauso revolutionär wie die Vorstellung, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Ja. Die totale Verwandlung. Ohne Maske und Kostüm. Ja, und zum Abschluss noch ein Gedicht von Wilhelm Busch. Dunkle Zukunft. Fritz, der wieder mal schrecklich träge, vermutet, heute gibt es Schläge und knöpft zur Abwehr der Attacke ein Buch sich unter seine Jacke. Weil er sich in dem Glauben wiegt, dass er was auf den Buckel kriegt. Die Schläge trafen richtig ein, der Lehrer meint es gut. Ja. Allein die Gabe wird für heute gespendet, mehr unten, ja, wo die Jacke endet, wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet und darum ganz besonders leidet. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird.